Liebe Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge Ark of the Island mit unserem Johnny und wir wollen uns heute auf den Weg zum Genesis-Biom machen. Wie in der gestrigen Folge angekündigt, kann ich euch auch mal zeigen, wie die ganze Sache funktioniert. Ich will nur mal gucken, dass wir auch alles dabei haben. Ein paar Sachen sollten wir ja schon nach Möglichkeit dabei haben. Wir haben zwei Fackeln dabei, ja, ob wir die jetzt zwingend brauchen. Wir haben was zum Wehren dabei, wir haben das dabei, wir haben Fleisch dabei. Die Pilze können wir vielleicht nochmal wegräumen. Wir sollten uns noch ein bisschen Wasser holen. Obwohl, Wasser, wir sind ja nicht lang drüben, also eigentlich sollte dem jetzt nichts. Hier mache ich im Übrigen Filets. Das wollte ich euch noch zeigen. Genau, ihr gesalzene oder wie nennt sich's? Geräucherte Filets. Und zwar, dass wir uns vielleicht ein Chippy bauen können, ne? Solange das Bash-Event noch läuft. So, Leute, dann lasst uns starten. Ich nehme den Argentavis mit, dass wir was zum Fliegen haben. Und zwar funktioniert das Ganze so, wir müssen die Tierchen, die wir mitnehmen wollen, müssen wir komplett ausladen. Also auch den Sattel wegmachen, weil der sonst zerstört wird. Und dann können wir an diese Geschichte hier rangehen. Können dann auf Kreaturen und können dann den Argentavis einmal nach oben laden. Zack. Dann erscheint er hier und man muss darauf achten, hier ist ein Timer, die bleiben 24 Stunden hochgeladen. Alles, was nach 24 Stunden nicht wieder runtergeladen wurde, also man muss sich das vorstellen wie so eine Cloud. Alles, was nach 24 Stunden nicht wieder runtergeladen wurde, Entschuldigung, stirbt dann. Also ist dann tatsächlich weg. Ihr seht, der Argentavis ist jetzt weg. Wir haben unseren Kram drin. Und jetzt gehen wir hier drauf. Gehen einmal zu einem anderen Server reisen. Ich habe da momentan Draht 2 drin. Gummibärenbande. Das ist der Server von meinem Serveradministrator. Und wir wollen natürlich hier Jolly holt Klamotten, der Server auf Genesis. Und mit dem treten wir jetzt bei. Ich mache es wie folgt. Ich mache einen kurzen Cut hier rein. Damit, weil es dauert jetzt ein Momentchen, bis wir mit dem anderen Server verbunden sind und sobald wir dann drüben sind auf Genesis, hole ich euch wieder dazu. Also, wir springen hier rein und ich mache einen kurzen Cut. Bis gleich, Leute. So, liebe Leute, da sind wir in Genesis. Ihr kennt es, es ist unser alter Spot, wo wir unsere Hütte gebaut haben. Hier stehen alle unsere Tiere, die wir in Genesis hatten. Ich möchte euch ganz kurz zeigen, es steht hier leider nichts mehr. Hängt damit zusammen. Ich muss hier aufpassen, dass ich nicht... Oh, fuck, fast wäre ich hier runtergefallen. Ich muss dazu sagen, das lag daran, weil wir mit der S-Plus-Mod noch gebaut haben. Wir nutzen hier jetzt die Superstructure, glaube ich, weil es hieß, die S-Plus-Mod wird nicht weiter unterstützt, beziehungsweise gab es auch immer wieder Probleme, wenn ein Arc-Update kam, bis dann das Update von der anderen kam, oder von der Mod kam, hat es immer ein bisschen gedauert, deswegen haben wir dann, oder bin ich dann umgestiegen auf eine andere. Deswegen steht hier jetzt nichts mehr. Wir hatten vor, hier die Superstructure-Mod noch extra draufzupacken nochmal, damit hier die Gebäude auch wieder stehen. Aber dann gab es Probleme mit dem Server, deswegen mussten wir das leider so machen. Wir haben jetzt alle Tierchen gerettet, bis auf die, die noch unten im Meer sind. Und hier ist Rexy. Ne, Roxy hatten wir sie genannt. Hier stehen alle unsere Tiere. Die haben jetzt natürlich keine Sattel mehr, aber die haben wir hier reingelegt, Leute. Ihr seht's, hier ist eigentlich alles drin, was wir auch noch so hatten. Hier haben wir auch noch von den Teilen. Hier haben wir noch Fundamente. Hier sind unsere Kryokapseln noch. Die werden wir natürlich mit rübernehmen. Da werden wir schauen, dass wir den ganzen Kram hier definitiv mit rübernehmen. So, jetzt müssen wir die ganze Geschichte aber erstmal sortieren hier. Passt mal auf. Ihmchen hier. Das war ja unser erster Affe. Und der hat eine ganze Menge. Warum hast denn du so viel Farbenringer hier drin? Fasern? Ich würde fast sagen, ihn könnten wir doch mit rübernehmen, oder? Die stellen wir mal hier hin. Moshops, mein Freund. Moshops. Ja, Moshops ist da. Ja, du hast auch noch eine ganze Menge Stuff hier drin. Dich hatten wir ja auf Gewicht geskillt. Der Moshops. Den haben wir auch noch hier. Dann haben wir hier... Also, was ich auf jeden Fall mitnehmen möchte, ist ein Rex hier, Roxy. Sie würde ich gerne mitnehmen, weil sie einfach so wunderschön ist. Und dann würde ich gerne mitnehmen den Yuti. Ansonsten der andere Kram, ja, wir haben mit den Bloodstalkern, weiß ich nicht, ob ich die jetzt auf Genesis haben möchte. Auf die Island brauchen wir eigentlich weniger. Die Bären, ja, wir haben hier noch unsere Raptoren. Vielleicht, wir können mal gucken, also wir werden auf jeden Fall mal mitnehmen, zeig mal. Wie nennst du dich? Dich müssen wir mal umbenennen, pass mal auf, dass wir dich ein bisschen auseinanderhalten können. Wo waren das? Ernteeinstellung, Reiten, Inventar öffnen. Nee. Nee, das war's nicht. Aber den müssen wir eh alles aus dem Inventar rausschmeißen.
Wo war denn das? Verhalten? Nee, wo konnte ich dich denn umbenennen, sag mal? Ernteeinstellung? Nö. Befehlsgruppe ändern? Nee. Weiten. Hä, konnte ich die nicht umändern? Okay. Level 73. Wir gucken mal, ob wir ihn hochgeladen kriegen. Jetzt habe ich den Argentavis extra mitgenommen. Jetzt brauchen wir ihn gar nicht. So. 73 warst du, ne? Ah, ne. Da müssen wir ihn vorher erst ausladen, Leute. Sonst ist der ganze Kram weg. Fasern haben wir ja genug. Deswegen tut mir das jetzt... Ja, wir laden es einfach auf Johnny. Genau. Johnny nimmt den ganzen Kram einfach mit. Dann haben wir es auch. So, Kreaturen. Level 73. Hochladen. Annehmen. Zack, jetzt ist er drin. Roxy, T-Rex nehmen wir natürlich auch mit. Die hätte ich gerne. Und ich würde gerne den Yuti mitnehmen. Muss ich ehrlich sagen. Der Rest der Tiere. Ah, vielleicht den Biber noch, Leute. Den Kasteroides. Komm mal mit. Das ist gut. Bist du ein Männchen oder ein Weibchen? Dann können wir da mindestens einen wandern lassen. Was bist denn du? Du bist ein Männchen. Ich glaube, das, was wir haben, ist ein Weibchen. Oder? Oh, das ist geil, Leute. Dann haben wir zwei Biber, weil die sind echt schwierig zu finden. Hast du noch was im Inventar, mein Freund? Zeig mal. Nö, hast du nicht. Aber du hast eine ganze Menge Gewicht. Und dann kriegst du mal zwei auf Nahkampfschaden, ne? Super, dann haben wir an beiden Stützpunkten einen Biber. Kasteroides. Einmal hochladen, bitte. Zack. Sehr schön. Und dann nehmen wir noch den... Haben wir jetzt sonst noch irgendeinen Nutztier? Der Anki. Ja, da haben wir einen. Der ist sowieso so niedriglevelig. Den hatten wir damals ja so geholt. Pass mal auf, wir müssen die mal ein bisschen auseinanderziehen hier. Sonst... Komm du mal mit hier rüber. Ja, du kommst da wahrscheinlich jetzt gar nicht raus, ne? Yuti, was sieht's mit dir aus? Pass mal auf, wir können doch hier mal die... Däumel, mein Freund, wie geht's dir? Oh, was war das ein Eck, bis wir euch hatten, ne? Du hast unser erstes... Was ist denn hier? Hä? Ach, alles klar. Das war der Mensch. So, Yuti, komm du mal mit hierher, bitte. Komm mal her. Dich hätte ich auf jeden Fall gern drüben dabei. Und dir besorgen wir auch noch ein... Was liegt hier noch? Ein Dung Beetle. Stimmt, die hatten wir auch. Ach, und unser Ferox. Ja, Leute, ja. So, passt auf. Jetzt nehmen wir den Yuti noch mit. Das finde ich halt eine sehr coole Sache, dass man das dann so machen kann. So, den Yuti einmal hoch mit dir. Annehmen. Und den Ferox hätte ich gerne auch drüben. Annehmen. So. So, Leute. Und mehr würde ich jetzt fast gar nicht mitnehmen wollen. Wie gesagt, einen Rex holen wir uns noch. Den anderen Rex habe ich jetzt nur mitgenommen, weil er halt wirklich sehr, sehr hübsch ist. Und wir den drüben wahrscheinlich nicht kriegen werden. Die Bären, die Lystosaurier, ja, das ist okay. Den Ferox haben wir noch drüben. Das ist sehr geil. Und eins müssen wir noch machen. Ja, nee, das passt, ne? Die Raptoren waren jetzt auch nicht so, waren jetzt auch nicht so hochlevelig. Und die Fische, Leute, ja, da muss ich mal schauen, ob ich mir die Schildkröte, weil da müssen wir ein bisschen aufpassen, die darf ja dann nicht, obwohl die Schildkröte darf an Land. Die darf an Land. Weil da haben wir ja noch unsere Schildkröte, wenn ich sie irgendwo sehe. Ihr seht, da unten sind noch unsere Ballistosaurier. Aber die würde ich mir dann gerne auf The Island wieder normal holen. Unsere Schildkröte müsste irgendwo noch da unten sein. Ja, die haben wir jetzt aber mittlerweile auch auf Island. Da könnten wir uns dann durchaus noch eine zähmen, würde ich fast vorschlagen. So, Leute, jetzt müssen wir aber noch eins machen. Wir müssen die Engramme von Genesis lernen, damit wir die auch drüben alle haben. Bergbaulaser. Was brauchen wir denn? Brauchen wir ein Fischernetz? Na komm, wir machen es mal frei. Ozeanplattform aus Metall hätte ich gerne gelernt. Den Bergbaulaser vielleicht mal. Das können wir noch lernen. Megachelon Plattform-Sattel, das brauchen wir auf jeden Fall. Die Druckplatten sind jetzt nicht so wichtig und diese Tech-Sprungpolster. Ja. Ja,
Ach, wisst ihr was? Wir haben die Points, wir schalten es frei. So, und dann haben wir hier nur. Was waren das hier noch? Ah, das waren diese feuerspuckenden Viecher. So, Leute, lasst mal schauen. Wir haben doch hier noch verschiedene Satteltypen. Und zwar brauchen wir natürlich Ballistosaurus-Sattel, brauchen wir nicht. Das Öl nehmen wir mit, das ist ganz sinnvoll. Megalodon-Zahn, den nehmen wir auch mal mit als Trophäe. Wir nehmen mit Castoroides-Sattel. Wir nehmen mit Raptoren-Sattel, ne, brauchen wir nicht. Dedicus-Sattel brauchen wir auch nicht. Parasaurus-Sattel auch nicht. Stegosattel haben wir selber. Was haben wir hier noch? Ein Pachyrhinosaurus. Argentavis-Sattel, die haben wir. Ein Juri-Sattel, dann brauchen wir die schon mal nicht bauen, ne? Ein Rex-Sattel. So, wir nehmen uns unsere Kryokapsel mit, auf jeden Fall. Wenn wir die schon hier haben, dann sollten wir sie uns auch mitnehmen. 415 Elektronik, die nehmen wir auf jeden Fall mit, Leute. Dann ist unsere Geschichte auf jeden Fall safe. Dass wir uns jetzt dann auch unsere Chemielabortisch bauen können. So, ist hier noch irgendwas drin, was wir dringendst bräuchten? Eigentlich nicht, ne? Dödikus-Sattel, nö. Stegosattel, nö. Nö, wir haben eigentlich alles. Wir haben eigentlich alles, was wir brauchen. Sehr cool. Sehr, sehr cool. So, Leute. Der Rest von euch bleibt hier. War schön mit euch. Die Dungbeetles holen wir uns drüben wieder. Klar, da will ich auch noch ein kleines Gehege haben, unten in unserem Garten. Der Bernie. Bernie der Bär. Ich erinnere mich, der Argentavis, Level 87. Jau. Richtig cool hier mal wieder. Hühn, Level 40. Saustark. Saustark. Pelangornis. Ja, unsere ersten 10 Versuche. Macht Spaß hier mal wieder durchzugucken und zu gucken, was wir alles so haben. Wie gesagt, unten ist noch unsere Schildkröte, aber da holen wir uns eine neue. Die haben wir extra auf die Island spawnen lassen. Da können wir uns dann durchaus eine neue holen. Hier ist noch ein Dungbeetle. Jo, passt. Ist okay. Die Dodos sind leider weg, ne? Da hatten wir da hinten ja unsere Dodo-Bereich. Sehr schön, Leute. Dann haben wir eigentlich alles, was wir brauchen. Und dann würde ich sagen, auf geht's. Wir können jetzt uns hier nicht noch groß umgucken. Ja, weil ihr seht, wie gesagt, ich komme hier jetzt gar nicht runter. Ich könnte jetzt den Argentavis zwar holen und könnte ihn hier spawnen lassen und dann könnten wir hier rumfliegen, aber wir kennen Genesis, ne? Da hatten wir die erste Staffel, da haben wir uns intensiv angeguckt und ich würde sagen, die ersten richtigen Ausflug machen wir dann auf eine andere Map. Gut, Leute, dann haben wir die Tierchen alle, dann würde ich sagen, wir reisen zurück. Einmal hier drauf, zack, zu einem anderen Server reisen und dann reisen wir zurück zu meinem Kalle LP-Surfer. Oh, du trägst Items bei dir, die nicht transferiert werden können. Lege diese ab und versuche es erneut. Aha. Ah, es werden wahrscheinlich die Fasern sein. Könnte mir durchaus vorstellen, dass es die Fasern sind. Ich hoffe nicht das Öl. Ich könnte es gebrauchen. Was könnte ich gebrauchen? Jetzt gucken wir nochmal, die sind alle hochgeladen. Jo. Ah, shit. Ich glaube, es ist doch das Öl. Die Elektronik wahrscheinlich. Oder das hier. Pass mal auf, wir legen das hier mal hier rein für den Fall, dass es... Die Elektronik würde ich gerne mitnehmen. Das wird uns jetzt echt... Jetzt funktioniert's, Leute. Es war tatsächlich dieser Megalodon-Zahn. Ich mache wieder einen kurzen Cut. Wir sind gleich drüben und sehen uns wieder an unserer Base. So, Leute, hier sind wir wieder. Wir sind zurück in unserem Redwood, in unserer Redwood-Hauptbase. Und das Erste, was wir jetzt natürlich machen, ist unseren Demorphodon wieder aufnehmen und unsere Tierchen runterladen. Also ihr seht, das ist eine richtig geile Sache mit diesem Hin- und Herreisen. Wir laden uns erstmal unseren Argentavis wieder runter. Hallo, mein Freund. Komm her. Mach hier mal Sitz. Nicht da unten. No. Du bist ein Held. Du bist ein Held. So, wo habe ich denn deinen Sattel? Hier, Argentavis-Sattel. Du kriegst jetzt deinen Sattel wieder. Zack. Sehr schön. Dann parken wir dich mal hier so lange. Und jetzt holen wir unsere Tierchen. Oh, da freue ich mich sehr drüber. Da freue ich mich sehr. Na? Zack, weg ist er. Sehr geil. So, Kreaturen. Wen holen wir denn zuerst? Wir holen zuerst den Castoroides runter. Da ist er. Hallo, mein Freund. Na? Sehr geil, dass du da bist. Du kriegst ein Sättelchen.
Und dann haben wir dich hier auch. Dann können wir dir gleich auch mal vielleicht so ein... Die sie alle gleich kacken müssen. Dann haben wir jetzt zwei Stück. Das ist sehr nice. Ich muss dann bloß mal gucken, ob das andere dann vielleicht auch ein Weibchen ist. Dann könnten wir nämlich Babys machen. Das wäre mir sehr, sehr recht. Dann können wir die nämlich Dämme bauen lassen, ne? So, der nächste ist der Ferox. Ferox, bei dir. Haha, unser Ferox. Guckt ihn euch an. Den wollte ich unbedingt drüben haben. Der ist so putzig, der ist so geil. Den brauchen wir auf jeden Fall. Ne? Der ist ja auch, glaube ich, gut, wenn wir ins Schneebiom, genau. Hitzeschutz, Kälteschutz. Warte mal, jetzt haben wir Kälteschutz 114. War da nicht was, dass der... So haben wir Kälteschutz 114. Oder kann natürlich sein, dass das jetzt hier die Wirkung nicht hat, aber ich finde den so süß. Guckt euch ihn an. Der ist so geil, den wollte ich unbedingt hier haben. So. Ach, das warst du. Och, Biber. Du sollst mir doch nicht folgen. Ich habe dich doch extra weggestellt, wenn jetzt hier der Juri und der Rex kommt. So, du stellst dich mal hier hin. Na, schön stehen bleiben, ne? So, Leute. So. Ferox. Ach, der läuft mir auch hinterher. Komm mal her, du darfst bei mir auf die Schulter. Kommst zu Papas. Kommst auf Papas Schulter, das sieht so geil aus. Das sieht einfach zu geil aus mit dem Ferox. Wollte ich unbedingt haben, freut mich sehr. So. Und jetzt, liebe Leute, jetzt holen wir erstmal den... Ach nee, wir holen erstmal unser Äffchen. Hallo? Hallo? Guck mal, du hast ein neues Zuhause und hier ist viel schöner. So, du unterhältst mal hier die Jungs. Du hast so eine coole Farbe. Das war ja auch unser Oster-Event-Tierchen, ne? Das, ja, das sind so, da hänge ich dann so ein bisschen dran. Deswegen freut mich das echt tierisch, dass wir die Tiere hier rüberholen können. Das ist sehr, sehr geil. So, Kreaturen, dann haben wir, jetzt holen wir erstmal unseren Juri. Bäm, da kommt er. Ach so, ja. Sollte mir das angewöhnen. Ja, machen wir erstmal so. Nein, jetzt häng ich hier. Jetzt hängst du hier im Schwanz. Ovis, ja, da habe ich übrigens auch ein das vergesse ich dann immer, ne? Hier ist ein Weibchen rumgelaufen. Passend. Auch mit Level 162, nachdem wir es gezähmt haben. Das heißt, die beiden werden auch unsere Zuchttiere, was Ovis angeht. Da will ich auch einen kleinen Stall. Hallo, Juri, mein Freund. Na, wie ist es? So, du hast schon 11.000. Du kriegst dann noch ein bisschen was auf den Nahkampfschaden. Ja, du bist ein Feiner. Sehr geil. Auch eins irgendwie meiner Lieblingstiere. Sehr schön. Ah, das freut mich, dass wir die Tiere haben. Juri war ein Männchen. Genau, du brauchst auch auf jeden Fall noch ein Weibchen. Und jetzt holen wir noch Roxy raus. Roxy mit ihren geilen Farben. So. Roxy, auf geht's. Da ist sie. Roxy. Wie gut, dass du so klein bist. Zack. Dich leveln wir natürlich richtig fett hoch, ist ja wohl klar. Oh, nice, Leute. Unser erster Rex. Gut, den haben wir jetzt hier zwar nicht gezähmt, aber wir werden noch Rexe zähmen, ne? Das steht auf jeden Fall fest, aber ich finde die Farben von ihr so cool. Und auch wenn wir Rex-Nachwuchs haben wollen, ne, dann müssen wir uns eh andere suchen, aber ich finde ihn hier, die Roxy, die ist so geil. Wie war denn das nochmal mit dem Schreien? Hier so. Ist das gut. Ist das gut, Leute. Da muss man gleich ein Bild machen. Unser erster Rex. Coole Geschichte. Was heißt unser erster Rex? Ne, es ist ja eigentlich nicht unser erster Rex, den wir hier haben. Schön. Roxy Level 100. Nice, Leute. So, jetzt haben wir alle runter, ne? Jetzt haben wir hier alle Tierchen runter. Genau, dass hier nichts. Genau, perfekt. Sehr schön. Ach ja, und der Ferox produziert ja diesen Sand. Ich erinnere mich, wenn wir ihn auf der Schulter haben. Diesen Staub. Ne, was war's? Elementstaub, genau. Ist verfällt der? Hat der eine Falzen? Nee, hat er nicht. Ja, sehr geil. Dann
So, Leute, und wenn das jetzt alles klappt, ne, mit den 450 Elektronik, die Kryokapseln könnten wir auch mal hier lagern. Deswegen brauchen wir dann auch unbedingt Strom. Das geht ja nicht anders. Wir lagern das hier auch mal hier drin. Jetzt lasst mal schauen. Herstellung. Uns fehlt jetzt noch Zement und Zündpulver. Dann können wir das bauen, Leute. Dann können wir das bauen. Zement haben wir hier genug. Und Zündpulver haben wir hier genug. Ja, Abfahrt. Labortisch bauen. Zack und zack und... Saugut. Saugut, Leute. So, das und das gibst du mir mal wieder rüber, weil das packen wir jetzt gleich wieder vorne in den Mörser und Stößel. Weil wir müssen ja auch hier weiter... Warum kann ich jetzt hier... Ach, da fehlt Stein. Das sollte doch jetzt nicht das Problem sein. Da waren wir doch gerade holen. Hier packt man Tausender darüber. Pull, dann. Feuerstein. Ach, der fehlt. Okay. Nee, das ist. Chitin will ich doch. Hier, pack hier mal 1000 drüber. Pull, dann. Schon können wir wieder. 250 Zement herstellen. Hervorragend. So, Leute, wo setzen wir den? Da wollte ich den Stromgenerator hinsetzen. Da sollten eigentlich noch so ein paar Dinger hin. Und oben werden wir keinen Platz haben für das Ding, ne? Das wird wahrscheinlich riesig sein. Zeig mal. Das würde hier ganz gut hinpassen. Tja, dann. Kann ich nur abreißen. Schade. Ich dachte, das wäre ein S-Plus-Bett. Aber ich glaube, das hatten wir in irgendeinem Loot-Drop gefunden. Ja, da kommt es hier hin. Tada! Haben wir zwar das Fenster für den Arsch gebaut, da hinten dran, aber da können wir es... Oh, wir brauchen Harz, schwarze Perlen haben wir und Öl kriegen wir. Super. Baumharz. Leute, dann können wir endlich das mal ausprobieren, was ich die ganze Zeit schon ausprobieren wollte. Nämlich mit diesem Harzsammler. Wie das funktioniert. Kurzer Blick auf die Aufnahmezeit. Das können wir heute noch machen. Oh, nice, nice, nice. Mit diesem Harzsammler. Wo war der denn? Harzsammler. Wird in der Werkbank gebaut. Sehr cool. Diesen Harzsammler, den wollte ich nämlich Herstellung? Nee. Waffenzettel, Strukturen, Stein, sonstiges vielleicht, ja. Metallbarren und Zement, das haben wir. Pass mal auf, wir bauen da mal gleich zwei Stück von, weil ich habe keine Ahnung, wie der Kram funktioniert. Keine Ahnung. So Leute, kurzer Cut, ihr seid es ja schon gewohnt, ich musste niesen. Manchmal überkommt es einen. Habe ich da jetzt nur eins gebaut? Naja, ist egal, ich will das jetzt mal probieren. Wie der Kram funktioniert. Hallo Mason? Mason, geht's dir gut? Mit diesem... Sau gut. Sau gut, Leute. Ah, es macht so Spaß. Es ist so schön. Wir haben ja da unten Bäume. Geht das an jedem Baum oder kann man da nur an speziellen Bäumen? Es wäre natürlich cool, wenn wir das hier machen könnten. Kein Boden oder ein Rastpunkt. Aha. Aha. Vielleicht muss ich mich da erstmal informieren, wie das funktioniert, ne? Aber wir könnten ja auch einfach mal hier eine Foundation klauen. Ich will das Teil ja eh umsetzen. Dass sie in der Mitte frei ist. Ui. So, passt mal auf. Ich habe echt keinen Plan, wie das funktioniert. Das werden wir jetzt zusammen rausfinden, hoffentlich. Ich mach mal hier, ich setz da mal so ein Ding hin. Pass mal auf. Ist da vielleicht auch noch ein Fass davor oder so? Das kann man dann irgendwie... Kein Boden oder ein Rastpunkt. Hm, Leute, da muss ich mal... Das machen wir anders. Was ist denn hier los? Mal die Wumme raus. Johnny, geh mal kicken, was da los ist.
Nix, Kalle, alles gut. Sei mal nicht so schreckhaft. Gut, na, vielleicht geht es auch nur an den ganz großen Bäumen. Ja, das will ich jetzt wissen. Wenn nicht, schaue ich bis zur nächsten Folge mal. Vielleicht geht es nur an denen. Aber das mit den Plattformen, was ich da erwähnt hatte, das finde ich eigentlich eine geile Idee. Ist sie gerade ruhig? Meinst du? Wo ist denn das Ding jetzt hin? So, da haben wir es. Kein Einrastpunkt. Okay, Leute, das muss ich mir anschauen. Das scheint hier nicht überall zu funktionieren. Gucke ich nach bis zur nächsten Folge. Aber dann, ja, brauchen wir nur Baumharz. Und dann passt die Geschichte. Dann können wir uns eine Gasmaske bauen. Dann können wir die Höhle auf jeden Fall angehen. Ich hoffe, es reicht mit der Manpower, die wir haben. Ansonsten nehmen wir Roxy mit. Roxy, was sagst du? Ja. Johnny, hast schon recht. Passt schon. Gut. Und der Juri natürlich auch. Oh, da freue ich mich schon aufs erste Mal losziehen dann zu Fuß, ne? Sehr geil. Sehr, sehr geil. Okay, Leute. Also, mehr haben wir momentan nicht zu tun. Ich kümmere mich darum, dass wir Baumharz kriegen, wie wir das ranholen. Das mache ich bis zur nächsten Folge. Und dann können wir uns hier, lasst mal schauen, genau, unser schwarze Perlen haben wir irgendwo noch. Und dann können wir dieses Filtersubstrat herstellen mit Harz, schwarzen Perlen und Öl. Das passt. Okay, liebe Leute, vielen lieben Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns, wenn ihr mögt, morgen zur nächsten Folge. Dann stellen wir uns alles her und vielleicht schaffen wir es ja dann tatsächlich schon in die Höhle zu gehen und da mal noch ein bisschen rumzugucken. Also, macht's gut, bis zur nächsten Folge, wenn ihr mögt. Ciao, ciao.